wenn die Heimmesse in Tokio bereits in wenigen Wochen stattfindet, Frankfurt ist wichtig, auch für Toyota. So zeigte Toyota auf der IAA 2013 mit dem Hybrid R ein neues Konzeptfahrzeug mit Hybrid-Rennsport-Technologie. Als Basis für das Toyota Hybrid R-Konzept für die IAA dient ein dreitüriger Yaris-Hybrid. Die Antriebstechnologie wiederum steuert der Hybrid-Rennwagen TS030 bei, der jüngst in Le Mans auf Rang 2 einlief. Der über 400 PS starke Hybridantrieb des Le Mans-Renners kombiniert einen 3,4 Liter V8-Motor mit einem E-Motor. In der IAA-Studie kommt hingegen nur ein 1,6 Liter Turbobenziner in Kombination mit zwei Elektromotoren zum Einsatz, die so einen intelligenten Allradantrieb bereitstellen. Die Vorderräder des Yaris Hybrid R werden dabei von einem 300 PS starken Vierzylinder-Turbomotor mit Direkteinspritzung angetrieben. Die Hinterräder des Yaris Hybrid R werden jeweils von einem 60 PS starken Elektromotor angetrieben. Eine Dual-Mode-Steuerung soll den Einsatz des Toyota Hybrid R-Konzept sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke ermöglichen. Wir wollen vor allem demonstrieren, dass Hybrid auch Fahrspaß ist. Das ist ganz wichtig, weil immer so die Öko-Ecke rausgekehrt wird und wir wollen mal ganz klar darauf hinweisen, diese Autos machen Spaß zu fahren. Dass Toyota als größter Anbieter von Hybridantrieben dies auch zeigt, ist klar. So hat Toyota auch in Frankfurt den Prius, aber auch den Prius Plus dabei. Sowie eine ganze Reihe von weiteren Hybridmodellen. Eine weitere Neuheit ist nicht modellorientiert. In die neue Generation des Navigationssystems Toyota Touch & Go integriert der japanische Automobilhersteller erstmals die Google-Dienste Street View und Panoramio. In Verbindung mit dem neuen, höher auflösenden Display bietet der Google-Service in sekundenschnelle, kristallklare Bilder vom Zielort, die dem Fahrer bei der Ankunft die Orientierung erleichtern und beispielsweise bei der Parkplatzsuche helfen. Auf der IAA konnte man dies am Stand testen. Integriert werden Google Street View und Google Panoramio ab Januar 2014 schrittweise in alle Fahrzeuge mit dem Navigationssystem Toyota Touch & Go. Viele aufregende Neuheiten also bei Toyota auf der IAA.